Liebe Grillfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Eine Frau lernt grillen. Ich bin heute nicht alleine, ich habe meine Freundin Jana bei mir. Und Jana will mich heute davon überzeugen, dass so ein Schweinenacken besser sein kann als das von mir geliebte Rinderfilet und Rindersteak. Ich bin sehr gespannt, Jana, wie du das machen willst. Genau, pass mal auf. Ich habe einen schönen Schweinenacken mitgebracht. Würde ich jetzt erstmal Pulled Pork draus machen. Wahrscheinlich. Nein. Nein. Wir packen den Ganzen auf diese Bretter. Okay. Schneide ihn in der Mitte durch und dann kommt eine fantastische Kruste drum. Mit Walnüssen, Honig, Senf. Mehr verrate ich erstmal nicht. Ich bin gespannt. Genau. Und danach wirst du nichts anderes mehr essen wollen. Ich verspreche es dir. Jana hat sich das Essen ausgesucht. Ich durfte mir den Grill aussuchen. Vielen Dank. Ich habe mich für die Moni entschieden, für den Monolith. Den müssen wir jetzt anmachen. Das ist aber eigentlich Molly, wegen Monolith der Chef. Das ist der Große. Nee, für mich wird es immer die Moni sein. Ah, da bin ich nicht. Tut mir leid. Finde ich nicht gut. Weißt du, was das ist? Nee. Das sieht ganz schön gefährlich aus. Ne? Damit kann man die Kohle anmachen. Das ist so ein Luftleiter, Vicky. Heißt ja. Ja, es ist wie ein Föhn für Kohle. Ja. Mit Föhn kennen wir uns aus. So, also ich steck das jetzt hier so rein, Vicky. Ne? Ja. Und dann muss man das so anpusten einfach. Genau. Wir nutzen heute die Kohle von vor 3 Wochen. Micky, was sagst du, wie viel Grad hat er jetzt? 250 Grad hat er. Okay. So, das fängt jetzt schon mal an, heiß zu werden. Genau, jetzt könnt ihr euch das Beste nehmen. Guck mal, jetzt nehmen wir hier das Fleischstück. Ja. Das haben wir schon durchgeschnitten, ne? Inzwischen. Und Micky hat schon angefangen, da dran rumzurubben. Ach Mann, du sollst mich nicht verpetzen. Und da kommt ja die Ungeduld. Ich wollte da schon mal Rub dran machen. Ich halt fest und du machst. Ja? Okay, ja. Das ist Gyros-Gewürz von Klaus, haben wir jetzt in dem Fall. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ist okay. Lecker. Also das kenne ich jetzt von zu Hause nicht so. Das ist jetzt hier nochmal eine... Bei uns wird alles gerubbt. Ja. Wir machen also eine Mischung. Es ist ein Hybrid aus deiner Version und unserer Version. Ich wollte gerade sagen, eine Kooperation. Ja. Ein Feature. So, das ist ja jetzt heiß. Ich mache das ja sonst immer im Ofen. Also. Oh Mann. Das verbundene Wort. Das sagen wir hier nicht. Das ist wie Voldemort. Oh, jetzt habe ich es auch gesagt. Aber Lydia, weißt du, was uns auffällt, was uns fehlt? Was denn? Was wäre denn jetzt geil, wenn du das hättest? Unsere Grillzange. Ja, genau. Irgendeine, genau. Die suche ich ja gerade. Ja, die ist drin. Okay. Ich hole sie schnell. Bis gleich. Du stehst hier rum und siehst gut aus. Ich sehe einfach gut aus. Ja, sehr gut. Und gleich knackt das Holz und dann können wir das einmal umdrehen. Und dann räuchert das nämlich so ein bisschen vor sich hin, weißt du, und da dann das Fleisch draufpacken und dann geht's los. Geil wird das. Darf ich das machen? Ja, mach mal. Okay. Oh, sie hat sogar meine Lieblingsgrillzange genommen. Klar, die gute Bräukin. Ja. Oh, da hörst du es schon, ne? Kurz drauflassen, wegen dem Rub jetzt nicht so ewig. Das soll einfach nur ein paar Röster rumkriegen. Wie machst du denn das eigentlich, wenn du das im Ofen machst? Also wir wollen das ja nicht ansprechen, dass sowas möglich ist. Aber wenn, machst du es tatsächlich in der Pfanne dann vorher, oder? Genau. Oh, guck mal, wie es aussieht. Es blubbert und sieht schön aus. Oh, die Zählungsplanke, bitte die jetzt hochnehmen. Das geht so jetzt nicht. Und einmal, sie. Ja genau, pusten. Pusten? Ja, ja. Wie auspusten. Denn? Ja, auspusten. Das geht nicht, Micky. Ja, entweder ausmachen oder pusten. Also ich erkläre euch kurz, was hinter den Kulissen passiert ist. Micky stand jetzt so da mit der Planke und... Ja, und perfekt, guck mal und hier. Und sie ist aus. Sieht geil aus, ne? Nee, so nicht, bitte. Wie? Sondern dass das, was du jetzt oben hast, unten ist. Das ist schön gerade dann. Okay. Ja, genau. So, und jetzt den Grill gleich mal umbauen. Umbauen? Ja. Und wenn das schwer ist, dann haben wir gleich ein Problem. Das ist schwer. Dann zieh dir jetzt mal bitte die Handschuhe an. Sicherheit geht vor. Soll ich dir die geben? Ja, ja, oder? Jana zieht sie an. Was müssen wir jetzt machen? Ja. Erstmal, ja, jemand muss sich jetzt erstmal überlegen, die Handschuhe anzuziehen. Na los. Und so. Dann musst du es. Wunderbar. Und dann könnt ihr unten schon mal ein bisschen zudrehen, die Lüftung. Nicht ganz zu, ne? Also, dann geht er aus. Und unten siehst du doch die Keramikplatten, die aussehen wie Pizzasteine, genau, schon dunkler. Und die jetzt einfach schön drauflegen, dann haben wir eine komplette. Egal, welche Seite? Ja, kannst du auch so. Und die lege ich jetzt auf das Dreieck. Ja. So, dann haben wir nämlich eine komplette indirekte Zone. Ja. Sehr gut. Braucht doch noch ein bisschen vor sich hin, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und Deckel zu einmal. Guck mal, was wir für ein gutes Team sind. Ja. Zack, jeder Handgriff sitzt. So, bei wie viel Grad lassen wir es jetzt? Ach, ich würde das ganz locker bei 180, 200 Grad jetzt drauf lassen. Da ist so viel Fett dran, also da passiert nichts. Schweinefleisch verzeiht einiges. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, und wir machen jetzt die Krustenmischung. Ja. Steht schon alles bereit. Das sind jetzt hier, es sind nicht nur Walnüsse, es sind auch noch ein paar andere Nüsse. Ich sehe hier ein Haselnüsschen, aber auch lecker. Ja. Okay. Die haben wir ein bisschen im Mörser klein gemacht. Und jetzt würde ich einfach in die Schüssel alle weiteren Zutaten, die wir hier so haben, mit reinmachen.
Okay. Also ich fange mal mit dem Senf an. Und ich schütte den Balsamico mit. Naja. Ja. Ich muss eigentlich noch Chilis reinmachen. Ja, aber du musst auch dann ein paar Kompromisse bitte eingehen. Ja, gut. Nee, Chilis machen wir auch heute nicht rein. Mhm. Weil das ist jetzt mal hier ein Mädchenrezept. Ich lasse das jetzt erstmal mit dem Honig so. Du manchst ja nicht so gerne, ne? Nee. Dann mache ich das mit dem Feta-Käse. Feta-Käse. Bei mir macht das nämlich nichts aus. Okay, das finde ich gut. So einen kleinen Abschlussschuss. Genau. Rein. Gutes griechisches Olivenöl. Du hast ja immer noch nicht das gute Baconsalz reingemacht. Nee. Fehlen uns nur ein paar Semmelbrösel. Genau. Okay. Das mit den genauen Mengenangaben, das schreiben wir dann nochmal drunter. Das ist ja jetzt hier so ein bisschen freie Schnauze. Wir gucken gleich mal, wie die Konsistenz ist. Das sieht wirklich lecker aus. Aber ich finde, der Mostrich könnte noch ein bisschen was rein. Nee, ist doch schon total gelb. Ey, Micky, genau, guck mal. Ich muss nee, Senf ist gut. Verteilen. Wisst ihr denn gar nicht? Ich meine, guck mal, habt ihr schon mal eine Bratwurst gegessen ohne Senf? Ja. Ja. Was? Ja. Okay. So. Fleisch. Hol das Fleisch vom Grill. Genau, es war jetzt ungefähr eine Minute drauf, also hat jetzt nicht so lange gedauert, oder? 2 Minuten würde ich sagen. Da ist jetzt auch nichts passiert an der Kerntemperatur. Aber das riecht wirklich auch gut, dieses Holz. Finde ich auch, Erle, ja. Hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm vorher. Ich auch nicht. So. So. Jetzt, machst du den Deckel nochmal zu vom Grill, bitte? Kannst du losmanschen. Okay. Ein Häuschen. Ein Häuschen fürs Fleisch. Ich decke jetzt das Fleisch zu. Stellt euch jetzt mal noch eine Chilifarbe vor. Entschuldigung. Micky, ja? Du kannst es gerne nachkochen. So grillen, meine ja, ich. Ja, genau. Das Wort kochen ist auch so ein Wort, Jana. Gut, dass wir ein Fleischthermometer haben, weil auf Sicht grillen geht jetzt nicht mehr. Ja. Stimmt. Was muss das für eine Kerntemperatur haben, Micky? Ja, also Jana, was sagst du? Ich weiß nicht, aber um die 70 Grad würde ich sagen, ist für Schwein schon angebracht. Ja. So, die Briketts, die tun hier noch ihr Bestes, würde ich sagen. Ja, wird die warm, ja? Ist noch ganz schön heiß. Super. Oh, das ist echt ein Batzen. Wir gehen jetzt auf 200 oder 180, 200 Grad und dann ist die Welt schick und wir gucken jetzt einmal, wie lange es dauert. So, kleiner Zwischenstand. Anlupfen, sagt der Micky immer. Ganz vorsichtig öffnen. Guck mal, und da, oh, die Kruste, das wird eine geile Kruste. Guck dir das mal an. Oh yeah. 1,5 Stunden war es jetzt drauf. Für Lydia wieder viel zu lang. Wir haben gemessen. Das sieht so cool aus. Es sieht so gut aus. Ja, wirklich, ne? Das sieht so gut aus. Und Jana, es sieht besser aus, als wenn du es aus dem Ofen holst. Stimmt's? Sehr fantastisch aus. Ja, sag mal ehrlich, sieht es besser aus als aus dem Ofen? Natürlich, Micky. So wollte ich sagen. So. Soll ich es anschneiden? Ja. Oh ja. Du hast die Ehre. So einen Mittelschnitten goldenen. Okay. Ich trau mich. Das ist wirklich, weißt du, wie so eine Überraschung, die da drunter steckt. Ja. Okay. Oh, hier sieht man auch diese Flüssigkeit, die ist so im Fleisch geblieben. Die läuft überhaupt nicht weg. Es wird allerdings gleich passieren. Mhm. Also würde ich sagen, wir haben kein Problem, dass es trocken wurde. Nee, überhaupt nicht. Oh, hier, das ist perfekt. Aber du hast kein Stück Kruste dabei, oder? Doch. Nee, in der, guck mal. Jana, gibt dir noch irgendwas Schönes. Okay, was Dunkleres. Mhm. Na dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Mhm. Super gut. Da kann der Ofen wohl nicht mithalten, was? Bist du überzeugt vom Rezept? Vom Schweine? Super lecker. Sehr gut. Und es hat so eine angenehme Süße und ist trotzdem so salzig. Also wir haben das auch auf den Punkt gewürzt, würde ich sagen. Sehr lecker. Lass uns mehr essen. Ja, unbedingt. Micky, dem läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Also ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, das könnt ihr jetzt direkt machen. Und dann könnt ihr auch diese kleine Glocke aktivieren. Die bimmelt dann, wenn das nächste Video kommt. Nächste Woche ist es dann schon soweit. Und bis dahin, lasst es euch schmecken. Frohes Grillen. Vielen Dank, dass du da warst.